Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Atomic Zock mit einer neuen Folge Transportiva 2. Und hier rauschen die Züge durch, wobei der hier relativ leer ist. Das ist aber auch einer von der Kohleerzlinie, die ein wenig Stahl dann zur Maschinenfabrik bringen. Wir können uns hier kurz einmal anschauen. Ja, die rentiert sich nicht immer. Es kommt drauf an, wann welcher Zug wo ankommt. Und hier vorne kommt auch jetzt unser neuer Zug. Ja, so langsam angeschlichen. Wahrscheinlich musste er eben einmal so ein bisschen an Geschwindigkeit rausnehmen, weil er hat ja dasselbe Ziel wie der vorherige Zug, nämlich die Maschinenfabrik. Der liefert hier gerade jetzt mit hinten jetzt diesen Doppelstock-Containerwagen ein paar Bretter an die Maschinenfabrik, um dann von dort neue Maschinen mitzunehmen in Richtung Bremerhaven. Und da müssen wir dann demnächst noch mal schauen, ob das jetzt ausreichend ist, so wie das da, wie wir das jetzt eingerichtet haben. Ja, hier ist eigentlich ein schöner Punkt zum Trainspotting. Hier ist irgendwie immer was los. Kommt jetzt der nächste Zug eingefahren. Das dürfte der, genau, einer von den drei Zügen sein. Ist das der neue? Nee, das ist doch der alte, der 14er. Der liefert jetzt gerade hier ein paar Waren ab und ein bisschen Treibstoff und nimmt dann wieder Stahl und Kunststoff mit. Und da lasst uns einmal kurz gucken, in welchem Verhältnis er denn diese Güter auflädt. Weil wir haben ja hier an dieser Stelle, steht gerade noch der andere Zug drin. Okay. Da ist jetzt die Frage, haben wir jetzt hier doch vielleicht einen Zug zu viel? War das in der letzten Folge zu gut gemeint? Wir müssen natürlich auch dementsprechend Waren hier vorliegen haben. Wir sind hier noch nicht ganz am Limit angekommen. Also ein bisschen haben wir noch Puffer nach oben. Und wir können natürlich den Transport hier noch ein bisschen optimieren. Ist aber 63%, das ist dann natürlich nicht so optimal. Wir haben ja hier schon die eine Kohlelinie verstärkt. Und das können wir gleich mal hier generell schauen, wie es hier auf diesen Linien aussieht. Die hier liefert ja nochmal Erz hier an. Ob das denn so ausreichend ist von der Anzahl der Fahrzeuge her. Jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass hier oben schon wieder der nächste Zug kommt. Und der möchte eigentlich Kunststoff liefern. Kann er aber nicht. Und dann bleibt der hier auch noch auf der Weiche stehen. Das ist natürlich insofern ungeschickt. Dass natürlich hier in dieser Richtung auch alles blockiert ist. Das heißt, der Zug, der gleich von hier aus zurückkommt, der die Maschinen nach Bremerhaven bringt, kommt hier auch nicht weiter. Vielleicht setzt sich zumindest dieser Zug hier einmal in Bewegung. Ist halt die Frage, war das jetzt zu viel des Guten? Und diese Züge hier können, was haben wir hier, 530 und 150 im Maximum, sind wir also bei 680, und so ein Terminal kann halt 640 lagern. Ja, vielleicht müssen wir hier wirklich noch mal runtergehen. Ja, der fährt. Ist aber mal mutig. Gucken wir uns das nicht an. Der fährt einfach mal durch den Wagen durch. Aber jetzt kann der hier auch vorziehen in den Bahnhof hinein. Lass uns einmal kurz hier auf Pause stellen und diesen Bahnhof doch nochmal um eine Plattform verlängern. Wo haben wir denn hier eine Güterplattform?
Kommt die hier noch dran und wir nehmen die 120er Gleise, müssten das glaube ich sein, mit Oberleitung. So haben wir jetzt wenigstens hier 720 am Terminal 1 und oh, dieser Zug hier, ja, kann man jetzt schlechter zusammenrechnen, aber wir haben ja eben gesehen, kann 680 aufnehmen. Ist natürlich jetzt kürzer als die mögliche Plattformlänge. Aber dann können wir hier wenigstens einen vollen Zug quasi lagern. So gesehen von den Gütern her. Und lasst uns das hier vorne vielleicht mal umbauen. Na, schleicht er natürlich hier erstmal ganz, ganz langsam wirklich weg. Die Frage ist, ob das doch mal wieder vorkommen wird, das Ganze. Aber bevor wir das irgendwie rausfinden, würde ich hier tatsächlich einmal was Neues bauen. Und zwar können wir hier kurz einmal gucken, was haben wir hier für eine Gleisgeschwindigkeit gewählt. Welche Gleise sind das hier? Das sind die 160er. Die haben wir hier. Dann sieht man dann auch, wenn wir hier das ändern wollen, ist ja das alles schon auf Blau. Sehr gut. Das heißt, wir legen einmal. Ja, ich würde hier einmal kurz das Gleis soweit anlegen. Was hat er gerade? Ein bisschen. Das Signal soll im Weg sein. Ja, aber ich kann doch ein Signal zwischen die Gleise stellen. Ist ja sonst auch kein Problem. Das war doch sonst auch kein Problem, wenn ich hier Signale habe. Jetzt wieder hieran vorbei. Nee. Tatsächlich stehen die Signale. Also so lösen die die Kollision aus. Okay, aber die Brücke können wir hier erstmal dann schon mal dreigleisig machen. Jetzt ziehen wir das bis vor das Signal, müssen wir das gleich einmal hier kappen. Gar nicht so tragisch. Und wir gleisen hier vorne schon relativ früh aus. Würde ich hier sogar an dieser Stelle das schon machen. Hier aber auch dann mit maximaler Geschwindigkeit noch. Dass wir hier eine 160er Weiche hinbekommen, die wir jetzt auch haben. Aber das ist mir neu, dass wir das hier nicht so nicht bauen können. Können wir denn ein Signal jetzt dazwischen setzen? Wir haben ja immer die Standardsignale genommen, aber wie vom Spiel. Guck mal, das funktioniert. Ne, wir haben hier ein anderes Signal. Ah, okay. Jetzt ist nur die Frage, welche haben wir hier gewählt? Aber die kriegen wir auch hier zwischen. Also das ist ja ähnliche Bauform. Hier ist noch ein anderes Zeichen dran. Wie gesagt, ich kenne mich mit diesen Zeichen an den Signalen nicht so richtig aus. Wenn wir das hier aber jetzt ersetzen würden, suchen wir mal das gleiche Signal heraus. Das war ja irgendwie. Ja, irgendwas mit dem. Na, hier sind die mit diesen gelben. Ja, hat sich hier aber auch verändert. Die ist ja hier höher. Ah, okay, hier sind die hohen, die 5,2 Meter. Dürfte das eins von diesen beiden hier sein? Wo ist halt der Unterschied? Man weiß es nicht. Boah, jetzt haben wir es einmal ersetzt.
Vielleicht hat sich nach dem Update da irgendwas getan? Nee. Dann weiß ich es nicht, was wir hier... Können wir hier trotzdem bauen? Okay. Und ziehen das hier wieder zusammen. Und das hier unten... Das bauen wir trotzdem. So. Und dann müssen wir gucken, dass wir von hier aus einmal rausgehen. Da reicht es aber, wenn wir hier... Ja, mit 90 rein. Das ist schon okay. Ist ja sowieso... Also hier noch mit 160 reinzufahren wäre... Doch schon leicht wahnsinnig. Ja, sind aber alles hier... Wenn hier noch so schön ist. Das sind irgendwelche, die von der Brücke dann hängen, von einer Signalbrücke. Dann nehmen wir doch einfach das, was wir hier auch schon haben. Das ist die Größe hier. Ja, müsste grob das sein. Das stellen wir dann hier auf. Dann passt das auch so und das Signal kappen wir aber. Und das hat sich hier sogar schon automatisch aufgeteilt. Das können wir jetzt aber nochmal fixieren. Indem wir hier einmal diese Linie nehmen. Die Linie verwalten. Und bevor wir hier in den Alsfelder Bahnhof reinfahren, das ist ein Güterbahnhof, möchten wir über dieses Signal. Ja, wir können hier auch irgendwelche Wegpunkte setzen. Aber ich nutze da auch ganz gerne die Signale. Die fungieren ja als Wegpunkte. Hier brauchen wir das nicht, weil es keine andere Möglichkeit für diese grüne Linie gibt, außer hier eben über dieses Signal zu fahren. Dementsprechend ist da alles gut. Ja, die ausfahrenden Züge, die können ruhig... Ah, jetzt muss er da wieder warten. Die können sich ruhig das Gleis teilen. Da ist es ja nicht ganz so kritisch. Wichtig war mir jetzt nur das Anliegen, dass wir hier das Ganze dann zweigleisig hineinführen, dass wir hier keinen Stau mehr produzieren, wenn dann doch mal hier der dritte Zug drin steht, beziehungsweise hier einer schon drin ist und einer hier warten muss von dieser Linie, die den Kunststoff dann nach Schillingsfürst bringen. Okay, dann sind wir mal gespannt, wie das da funktioniert. Und wenn wir einmal hier sind, können wir auch gerade diese Linie hier mal uns anschauen. Die führt uns ja hier oben hin. Hier kriegen wir maximal 800 und diese Linie, ja, das läuft wunderbar. Und bei den anderen Linien hier, hier bekommen wir ja auch 800. Ah, 767, die haben wir aber eben gerade erst gemacht, beziehungsweise für euch in der letzten Woche gemacht. Hier bekommen wir auch alles, was wir brauchen oder was wir Maximum kriegen können. Ja, die sind gut aufgestellt, die Linien. Hier müssen wir noch mal schauen, ob wir das wirklich immer alles abtransportiert bekommen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Da haben wir aber schon mal dran rumgeschraubt. Es sah eigentlich soweit ganz gut aus. Haben wir hier ein kleines Problem, weil jetzt dieser Zug jetzt auch hier vorm Bahnhof einmal warten muss. Weil der Kollege hier steht. Und der Kollege wartet, weil wir hier einen sehr langen eingleisigen Abschnitt haben ohne Signale. Na, hier vorne haben wir eins.
Ja, da würde ich doch mal eins oder zwei draufsetzen. Was haben wir denn hier so? Das ist so ein hängendes Ding. Immer so eins einfach. Ich würde das Ganze hier so in drei Blöcke aufteilen wollen, also von hier bis hier. Wäre der erste Block, würde ich jetzt so knapp, also zwischen diesen beiden Tunneln hier machen. Ich glaube, der Abschnitt passt und dann nochmal irgendwie bis. Obwohl, wenn wir hier so gucken. Den ersten Block machen wir mal bis hierhin. Vor den Masten das Signal setzen, zumindest aus Fahrtrichtung gesehen, vor den. Und dann haben wir hier den Tunnel. Von hier oben geht es einmal hier durch den Tunnel durch. Ja, hier so grob die Hälfte, das wäre natürlich mitten im Tunnel. Ja, komm, machen wir hier den Block. Knapp außerhalb, dass zumindest der Lokführer draußen steht. Dann staut das hier unten definitiv auch nicht. Ist ja auch für diesen Zug hier unter Umständen mal wichtig. Wer darf jetzt zuerst fahren? Gucken wir das Ganze mal an. Das ist der ausfahrende Zug, der das Öl dann wieder zurück nach Schillingsfürst bringt. Ja, ist eigentlich auch mal ganz nett, so ein bisschen anzugucken, was wir schon so auf der Karte hier so geschafft haben, wie es denn so läuft, ob es denn gut läuft. Ist natürlich auch immer noch die Frage. Aber sieht ja soweit ganz okay, ganz brauchbar aus. Ja, jetzt kommt hier direkt der nächste Zug. Schranken können sich direkt wieder schließen. Schnell halt einmal so nach oben. Bedingt dadurch, dass sie noch nicht ganz oben sind von der Animation, dann schon wieder das angestoßen wird, dass die sich halt schließen sollen. Sind da zwar drei oder vier Züge sogar relativ dicht aufeinander. Lasst uns das einmal hier kurz da hinten beobachten. Beim Stahlwerk. Da könnte es natürlich jetzt dazu kommen, dass wir hier mal so einen kleinen Stau haben. Weil der fährt jetzt hier rüber. Und hier kommt schon der nächste. Und es ist immer die Frage, welche Linien haben wir hier noch drauf? Na, gucken wir uns das Ganze mit F2 lieber an. Sieht das vom Layer her besser aus. Und wir sehen, wir würden dann hier warten an dieser Stelle. Wenn wir jetzt nur die Augen mal oder das Auge nur mal anmachen. Die RB3, die interessiert das einfach nicht, aber die anderen Güterzüge, für die ist das schon relevant. Das sind einmal die Werkzeuge und die Baumstämme nach Weiterstadt und der Kunststoff aus Weiterstadt nach Alsfeld. Aber ich glaube, viel besser können wir das hier auch nicht bauen. Hier kommt gerade einer der Kollegen. Dachte ich, in Baumstämme, Baumaterial natürlich. Entschuldigung. Jetzt müsste der hier doch, genau, der ist schon vorgezogen bis zu diesem Signal. Da müsste es gleich die Freigabe geben. Der ist jetzt hier durch. Wenn jetzt kein Regionalzug kommt, kein Personenzug, dann kann der auch ausfahren. Gucken uns das gerade hier auch einmal an. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir ab und zu mal wirklich solche Folgen hier wie gerade jetzt so einstreuen sollen. Wir machen ja jetzt nicht wirklich viel. Wir haben einmal den Bahnhof ein bisschen ausgebaut und das war's. Und gucken jetzt gerade eher den Zügen zu, wie die fahren. Oder unseren Fahrzeugen. Haben uns auch eben so ein bisschen die Trams angeschaut. Die Gütertrams vor allem. Ja, jetzt kommt natürlich hier die Regionalbahn. Die muss jetzt warten, damit er halt in den Bahnhof hineinziehen kann. Sollte, sobald es dieser letzte Waggon hier abgebogen ist, sollte der jetzt hier auch die freie Fahrt bekommen.
Dem ist auch so. Ja, er steht hier etwas ungünstig. Na, könnte gerade so klappen. Wo haben wir hier das nächste Signal? Da unten. Dann lass uns diesen Block ein bisschen weiter vorziehen. Dann gucken wir gerade einmal, was haben wir hier für ein Signal gewählt? Das Standardsignal. Ja. Das ziehen wir mal dann ein bisschen vorne vor. Und den Kumpel hier vorne, den kappen wir mal. Ja, ich weiß auch nicht, warum das gerade so ruckelig ist, wenn wir an der Schiene herumfummeln. Das kann der schon wieder vorziehen, beziehungsweise auch schon komplett aus dem Bahnhof herausfahren. Und dann schauen wir mal, wenn er jetzt da vorne am Signal ist. Aber durch die ganzen Bäume sieht man es etwas schlechter. Aber er passt auf jeden Fall jetzt deutlich besser hier hinein in diesen Abschnitt. Durch dieses leichte Vorziehen der Signals hier. Von dem Block einfach verlängert haben. Okay. Läuft soweit erstmal. Irgendwo steht schon der nächste. Ja, wir müssen nur aufpassen auf uns jetzt hier. Zum Beispiel der Zug, der fällt jetzt schon wieder raus. Der wird jetzt hier hinter diesen Zug zum Stehen kommen. Weil er natürlich warten muss, bis sein Kollege hier vorne einmal alles abgeschmissen hat. Und dann alles, was er hier so kriegen kann. Ja, aktuell nicht ganz so viel Stahl. Ja, kann auch nichts mehr produziert werden. Dass er das wieder mitnimmt. Und hier den Bahnhof eben freigibt. Also wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, wir möchten hier an dieser Stelle das auch hier so mit einer Ausweichstelle machen. Dass dieser Zug, wenn er halt auf Einfahrt wartet, hier vielleicht einfach nochmal auch ein drittes Gleis spendiert bekommt. Und dann hier vorne wieder kurz vorher reinziehen kann. Aber das würde ich jetzt erstmal erstmal ein bisschen laufen lassen. Wir haben jetzt natürlich relativ viele dicht auf dicht, dadurch, dass wir diesen Stau da hatten. Hinten bei den Bodenschätzen. Und dementsprechend kann es natürlich sein, dass wir das, ja, wenn sich das alles so ein bisschen entzerrt hat, gar nicht mehr so haben werden. Wenn uns das natürlich hier auffällt, dass wir sowas immer wieder haben, dann würde ich das Ganze hier doch dreigleisig bauen an der Stelle. Und hier vorne wieder kurz vor knapp reinziehen. Na, haben wir hier die gleiche Höhe? Ja, könnten wir vielleicht sogar hier reingehen schon. Wenn wir hier dreigleisig sind, dass wir separat hier rüberführen, aber also ich glaube, ich würde hier vorne reingehen. Und dass dann dieser Zug einfach hier warten kann. Und der andere Güterzug hier einfach dann ganz bequem vorbeiziehen kann. Ja, bleiben wir kurz nochmal hier. Schauen uns mal die Vorbeifahrt von diesem Güterzug an. Dann nehmen wir noch die Regionalbahn mit. Unsere, ist das hier RB1? Nee, RB3. Ja, darf jetzt auch los. Und dann gucken wir noch mal, welche Station wir heute noch mal in Angriff nehmen. Denn eine möchte ich dann doch noch machen. Und nicht nur hier Züge gucken heute. Ist der eigentlich hier voll? Ja, voll geladen. Da hinten kommt auch schon der andere Güterzug. Okay, läuft soweit. Dann schauen wir mal kurz, welche Station ist denn noch nicht ganz so gut aufgestellt. Ja, aber wir sehen, es sind nicht allzu viele. Das war noch letztes Mal deutlich mehr, oder nicht? In der letzten Aufnahme. Das ist natürlich immer die Frage, wie es auch hier am Stahlwerk. Hier vorne ist es. Ne, das ist Tools & Co. Entschuldigung, das Stahlwerk ist ja hier hinten. Hier. Da war der Bahnhof voll. Und wenn der Zug kam, war der ganze Bahnsteig wieder leer. Ja, und dann hast du halt kurzzeitig hier das Ganze auch sehr schlecht stehen. Der Zug fährt ein, lädt einmal alles auf, muss sogar warten.
Und hier sehen wir auch, wie gut das jetzt funktioniert, dass der hier einfach einfahren kann. Und ja, dann hast du das Ganze wieder auf sehr gut, weil hier nichts mehr liegt. Ist der denn soweit voll? Ja, der nimmt natürlich jetzt eher Stahl mit. Der nächste wird hoffentlich sehr, sehr viel auch am Kunststoff, vom Kunststoff mitnehmen. Ja, es liegt hier eine ordentliche Menge. Aber auch noch Stahl. Wir sind hier wieder überladen. Ja gut, Kunststoff fehlte. Kleiner kann man das hier nicht oder feiner kann man das hier nicht einstellen. Dann passt das schon so. Was haben wir noch? Wir haben noch Schillings fürs Kohle. Ah, springt aber jetzt hier auch. Also weiter statt haben wir drei Stationen. Ne, vier Stationen. Ja, dann gehen wir doch da mal rüber. Alsfeld haben wir noch. Alsfeld Ost. Das könnten wir uns vielleicht kurz angucken. Ist hier wieder rausgesprungen. Und Rheinböllen. Da geht es nochmal um die Passagiere. Das sieht mir aber denn doch sehr, sehr stark nach dem Bahnhof aus. Das machen wir definitiv in der nächsten Folge. Auf uns da einmal Rheinböllen anschauen. Vielleicht sind da die einzelnen Regionalbahnen, die Triebzüge wieder zu dicht aufeinander. Also zumindest aufeinander gewesen, haben jetzt diese 10 Minuten Pause dann. Und dadurch staut sich das Ganze auf. Das müssen wir uns einfach mal anschauen. Der müsste jetzt hier relativ schnell voll sein, genau. Und kann direkt dann hinterher fahren. Hinter seinen Kollegen. Welcher Zug ist das jetzt hier? Ist der Zug 14. Der ist jetzt Richtung Schillingsfürs unterwegs. Und der hier Richtung Alsfeld. Wo sind wir denn hier? Oh, der müsste auch gleich jeden Moment hier einfahren. Ja, dann haben wir jetzt die doch relativ dicht aufeinander. Vielleicht müssen wir da mal gucken, dass wir hier uns hier so das auch fahrplanmäßig einrichten, dass sie halt einen bestimmten Takt zueinander haben. Ich würde es erstmal jetzt so laufen lassen. Weil wir hier ja sowieso auf voll warten. Ne? Genau, ja, hier in Alsfeld warten wir auf voll. Ja, dementsprechend wird der sowieso jetzt ein bisschen, zumindest ein bisschen warten müssen. Und er wartet jetzt hier worauf? Waren sind voll, Treibstoff ist voll. Er könnte noch ein paar Maschinen vertragen. Aber ja, die Tram lässt auf sich warten. Okay. Ja, wir wollten weiter statt, gehen wir denn auch noch einmal gebündelt an. Hier haben wir auch den Steinbruch. Aber sonst haben wir ja nichts, ne? Wir wollten einmal Alsfeld Ost angucken. Das müsste ja hier unten das sein. Genau, Alsfeld Ost. Ja, da haben wir auch sehr, sehr klein gebaut, muss man dazu natürlich sagen. Und das ist wahrscheinlich davon abhängig, wie die LKW gerade so auf der Reihe sind. 1018 können wir im Jahr transportieren. 800 bekommen wir, also sollte das so gesehen funktionieren. Wenn wir uns die Linie anschauen, da haben wir auch nur zwei Stationen. Nee, wir haben drei Stationen. Von Ost geht es dann hierhin an die Warenausgabe und dann einmal ins Gewerbegebiet. Ja, aber ich glaube, das hier ist alles ziemlich gut aufgestellt. Was haben wir hier noch? Auch ein schönes Bild, diese Kreuzung der Züge hier. Ja, wir haben es hier in dieser Folge einfach mal genossen, das, was wir schon gebaut haben. Und dann werden wir in der nächsten Folge, denn wir sind jetzt schon wieder am Ende eigentlich angekommen, werden wir uns diesen ganzen Bereich immer anschauen. Das haben wir ja gerade gesehen. Und da sieht es eher schlecht aus. Im Steinbruch haben wir jetzt hier
Ziegelei-Warenausgabe hier unten auch. Also einfach diesen Bereich. Und hier von der Ölquelle. Was hat denn die? Achso, das Ding heißt einfach nur Ölquelle. Die Station. Da liegen zu viele Kunststoffteile herum. Müssen wir auch dann hier unten hinbringen. Hier liegt dann auch wiederum zu viel Kunststoff für diesen Zug, der jetzt erstmal hinten losgefahren ist. Also man sieht, hier gibt es noch einiges zu optimieren. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig werden. Ach, die LKW stehen sich mal hier bei den Bauch beim Ausladen. Ja, weil die hier halt, ja, die sind schön, aber sie laden sehr, sehr langsam ab, die LKW. Ja, sieht man hier, ne? Also es gibt Fahrzeuge, die deutlich schneller ihre Güter loswerden. Und er möchte jetzt noch einen bestimmten Abstand zum Vordermann einhalten. Das ist auch nochmal so die Sache. Das ist alles nicht optimal. Ja, wie schnell schafft er das? Ja, ein bisschen schneller als sein Vordermann. Oder deutlich schneller ist das doch schon. Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es erstmal wieder geschafft für heute. Jetzt haben wir hier natürlich keinen Zug. Wir nehmen den Zug, der hier oben ausfährt. Und ja, war ein bisschen Trainspotting heute. Bisschen mal gucken, was so auf unserer Karte alles so passiert hier in unserer Region. Ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Dann wieder mit ein bisschen mehr Optimierung und ein bisschen mehr Action. Bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.